Und willkommen schon wieder zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Tja, ich glaube, kann man sich nochmal fort. Ich versuch's mal diesmal dort zu porten, weil. Mal gucken, was in dieser Stadt abgeht. Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste. Und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende! Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. So fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Drecksweise. Wir haben User gesagt, das war viel. Willkommen in meiner geliebten Stadt Oasis, Fremder. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Das wäre viel, viel einfacher, dieses Level. Und ja. Oh, keine Autos heute. Viel einfacher wird das Ding auch mal. Ich muss mich nächstes Mal in Deckung geben. Schneller laufen, also wie man es kennt eigentlich mit dieser. Thank you.
praktisch gegen den anzukämpfen, der sich. Unglaublich. Gegen Schrottflinten. Gewonnen! Sagen, ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel erhalten soll. Ich mache hier mal Pause und gucke mir hier jetzt das Videos an. Das war mal eine kurze 002-Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, aber wie gesagt, ich muss mich mehr informieren mittlerweile über das Game. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, was ich hier machen soll. Und ja, ich habe mich halt offline gestellt, weil meine Freunde mich immer einladen hier auf Borderlands 2, das hat ja richtig genervt. Und ja, mal gucken, wie es nächstes Mal läuft, ob es besser läuft. Also bis dorthin sage ich mal ciao oder tschüss. Wir sehen uns und bis dann.